starke Nerven. Friedrich Schönfelder liest eine Geschichte zur guten Nacht. Miss Gussie Sloanes abenteuerlicher Abstieg in die Gefilde des Verbrechens war unzweifelhaft von Mrs. Rattigan inspiriert. Miss Gussie und Mrs. Rattigan lernten sich in den sanitären Einrichtungen des Avantgarde-Waschsalons kennen. Von da an verbrachten sie regelmäßig jeden Mittwochabend eine erfreuliche Stunde miteinander, begleitet vom Geräusch strömenden Wassers, blubbernder Seifenbrühe und wirbelnder Kleidungsstücke. Mittwochabends fand der Gesellschaftsabend der Kirchengemeinde statt und der Waschsalon war immer so gut wie leer, was den beiden Damen sowohl Waschprivilegien als auch die erforderliche Ruhe und Intimität garantierte. Weil sie sich an einen bestimmten Waschsalon-Verhaltenskodex hielten, war ihre gegenseitige Kenntnis voneinander beschränkt. Miss Gussie wusste, dass Mrs. Rattigan irgendwo in der Nähe lebte und als Verkäuferin arbeitete. Mrs. Rattigans Wissen über Miss Gussie war gleichermaßen verschwommen. Mrs. Rattigan kam immer als Erste. Sie füllte ihre Wäsche ein und machte es sich auf ihrem Lieblingsplatz am Fenster bequem. Von dort aus konnte sie zumindest die Straße vor dem Supermarkt zwei Häuser weiter beobachten. Die Lichter des Supermarktes und die des Waschsalons waren die einzigen hellen Flecken in dem ansonsten unbeleuchteten kleinen Einkaufszentrum. »Meine Güte, wie dunkel es draußen ist«, lautete Mrs. Rattigans Standardbegrüßung, wenn Miss Gussie um genau 10.30 Uhr ihr Wägelchen mit der Wäsche durch die Tür schob. Miss Gussie sah dann zustimmend nickend über ihre Schulter zurück. Dieser Mittwochabend wurde jedoch mit einer neuen Bemerkung eingeleitet. »Es ist ein Wunder, dass der Supermarkt noch nicht überfallen wurde«, meinte Mrs. Rattigan. Sie klapperte mit ihrem Gebiss und starrte Miss Gussies hagere Gestalt in dem rostfarbenen wadenlangen Rock und der bis zum Kinn jungfräulich zugeknüpften, abgewetzten Wolljacke an. Miss Gussie stellte fest, dass sie aus einem unerfindlichen Grund plötzlich etwas außer Atem war. »Warum ausgerechnet der Supermarkt?«, flüsterte sie. Mrs. Rattigan spitzte die purpurroten Lippen. »Na, zum Beispiel heute Abend. Es ist kein Mensch da und hier kommt der Streifenwagen pünktlich auf die Minute.« Sie deutete auf das schwarz-weiße Polizeiauto, das in das Einkaufszentrum einbog und dann langsam wieder verschwand. »Sie lesen doch Kriminalromane, da müssen Sie doch sowas wissen. Günstigere Umstände kann es gar nicht geben. Der Filialleiter lässt die meiste Zeit die Tageseinnahmen in der Kasse liegen, angeblich soll er trinken, und der Trottel an der Registrierkasse träumt die meiste Zeit nur vor sich hin.« Miss Gussie füllte nachdenklich ihre Waschmaschine. Sie steckte Münzen in den Schlitz und sah zu, wie die Trommel zu rotieren anfing. Sie versuchte, ihre Stimme so beiläufig wie möglich klingen zu lassen, als sie fragte, »Was glauben Sie denn, wie viel Geld in der Kasse ist?« »Na, ein paar hundert Dollar, wenn nicht mehr.« Mrs. Rattigan blickte Miss Gussie scharf an. Dann fügte sie sehnsüchtig hinzu, »Was ich mit $100 alles anfangen könnte.« »Was würden Sie mit $100 anfangen, Miss Gussie?« »Ich würde nach Los Angeles fahren. Das wollte ich schon immer. Meine Schwester wohnt dort.« »Ich würde nach Las Vegas gehen und spielen«, sagte Mrs. Rattigan. »Ich habe ein todsicheres System.« Miss Gussie seufzte, setzte sich und faltete die Hände im Schoß. Am folgenden Mittwochabend verließ sie lautlos ihr Zimmer mit Kochgelegenheit und separatem Eingang. Vorsichtshalber trug sie eine Baumwollhose unter ihrem Rock, außerdem einen langen, altmodischen Staubmantel, der einmal ihrem verschobenen Bruder gehört hatte, und dazu trug sie einen zerknautschten Männerhut, den sie in bester Gangstertradition tief in die Stirn gezogen hatte. Miss Gussie schob ihren Wäschewagen durch die Gasse, wartete, bis keine Scheinwerfer zu sehen waren und hastete dann über die Straße zu dem schmalen Weg hinter dem Einkaufszentrum. Mrs. Rattigan würde sich zwar über die Verspätung wundern, aber das ließ sich eben nicht ändern. Sie drückte sich hinter eine Hecke, als der Streifenwagen vorbeifuhr, und schob dann ihren Wagen blitzschnell in den Eingang des Geschäftes gleich neben dem Supermarkt. Mrs. Rattigans altes Auto parkte direkt vor dem Waschsalon, aber Miss Gussie hatte sich bereits vergewissert, dass Mrs. Rattigan von ihrem Stammplatz am Fenster die Straße nur bis zum Bürgersteig überblicken konnte, nicht jedoch den Bürgersteig selbst. Miss Gussie war ziemlich stolz auf die folgenden Minuten. Als sie in den noch geöffneten Supermarkt schlüpfte, sah sie, dass der Kassierer mit dem Rücken zur Tür über seiner Kasse eingenickt war.
Natürlich war es nicht gerade stilecht, ihn mit einem Strumpf voller Waschpulvertabletten niederzuschlagen, aber Miss Cassie wusste, dass selbst die großen Kriminellen sich manchmal eben mit dem behelfen müssen, was gerade zur Hand war. Der Mann stöhnte auf und sackte zusammen. In Windeseile verstaute Miss Cassie eine Handvoll Banknoten in die vorbereitete Plastikhülle, stopfte sie in die tiefe Tasche des Staubmantels und eilte zu ihrem Wäschewagen zurück. Sie zog Staubmantel und Hose aus und steckte sie unter die Wäsche im Wagen. Dann ließ sie den alten Filzhut auf die Straße flattern und hastete mit klopfendem Herzen in den Waschsalon. Mrs. Rattigans Stirn lag in Falten. »Ich dachte schon, Sie kämen gar nicht mehr, meine Liebe. Es ist richtig unheimlich, wenn man so ganz allein hier ist.« Miss Cassie nickte und versuchte zu lächeln. Was konnte unschuldiger aussehen als zwei ältere Damen, die ihre Wäsche wuschen? Sie schüttelte zwei Waschpulvertabletten aus dem Strumpf in die Maschine. Den Rest verstaute sie in ihrer voluminösen Handtasche. Plötzlich tauchten die Lichter eines Autos im Einkaufszentrum auf. Mrs. Rattigan presste das Gesicht ans Fenster. Miss Cassie, die immer noch dabei war, ihre Maschine zu füllen, wartete gebannt auf den Ruf. Trotzdem machte ihr Herz einen Sprung, als er dann tatsächlich kam. »Lieber auf Nummer sicher gehen«, sagte sie sich und schob Staubmantel und Hose hinter den restlichen Bergwäsche in die Maschine. Stolz auf ihre Leistung schlug sie die Tür kraftvoll zu, steckte mit nur ganz leicht zitternden Fingern die Münze in den Schlitz und gesellte sich zu Mrs. Rattigan ans Fenster, gerade als die Sirene zu heulen begann. Mrs. Rattigan rief mit vor Erregung schriller Stimme, »Ich bin zwar keine Hellseherin, aber im Supermarkt muss etwas passiert sein. Wir werden von hier aus zusehen. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen.« Als der Lärm dann etwas später nachließ, wandte Miss Cassie sich vom Fenster ab. »Ihr Programm ist abgelaufen«, sagte sie und wusste genau, was jetzt folgen würde. Es war ein wöchentliches Ritual zwischen ihnen. Mrs. Rattigan verließ ihren Platz am Fenster. »Wir werden es bald genug erfahren«, sagte sie und begann, die nassen Kleidungsstücke herauszuziehen. Ohne Miss Cassie anzusehen, murmelte sie wie üblich, »Ich glaube, ich trockne sie heute Abend.« Ihr Rücken war der Tür zugewandt, als der Polizist hereinkam. Er sah sich in dem hell erleuchteten Raum um und blickte dann die beiden Damen an. »Meine Damen, haben Sie heute Abend noch jemand hier gesehen?«, fragte er. »Der Supermarkt nebenan wurde überfallen, gleich nachdem der Streifenwagen vorbeigefahren war. Der Kassierer wurde niedergeschlagen und $500 sind verschwunden.« Mrs. Rattigan schüttelte den Kopf. »Ich habe niemanden gesehen.« Mit einer undamenhaften Bewegung ihres Daumens deutete sie auf Miss Cassie. »Aber Miss Cassie war heute spät dran. Ihr Weg führt sie direkt am Supermarkt vorbei.« »Meine Güte, $500!« Miss Cassie spürte, wie sie rot wurde. Sie konnte nur stottern, »Ich habe nichts gesehen.« »Sie konnten aber doch in den Supermarkt hineinsehen, Madam.« »Nein, nein«, rief sie, »da war etwas.« Sie schloss hilflos die Augen. In ihrem Kopf herrschte plötzlich eine entsetzliche Leere. Der Polizist packte ihren Arm mit festem Griff. »Ja, vielleicht schauen wir lieber mal nach, was Sie gesehen haben.« Seine Stimme war jetzt böse. Er wandte sich an Mrs. Rattigan. »Ihre Aussage nehme ich später auf. Bitte warten Sie hier.« Er führte die zitternde Miss Cassie zur Tür. Vor dem Supermarkt lockerte er seinen Griff und lachte auf, als er sah, dass die Sicht in den Supermarkt von einer mannshohen Pyramide bunten Toilettenpapiers verdeckt wurde. Miss Cassie starrte mit weichen Knien darauf. Der junge Polizist sah amüsiert in Miss Cassies schamrotes Gesicht und führte sie sanft in den Supermarkt. Sie hatte noch einen schlimmen Moment durchzustehen, als sie vor dem benommenen Kassierer stand, obwohl sie absolut sicher war, dass er sie nicht gesehen haben konnte. Die Befragung war zu ihrer Erleichterung nur von kurzer Dauer und 10 Minuten später führte der Polizist sie fürsorglich zum Waschsalon zurück. Mrs. Rattigan stand in der Tür, den Korb hoch beladen, mit trockener, ordentlich gefalteter Wäsche. Miss Cassies Blick flog zur Maschine Nummer 7. Die Tür stand offen und ihre Wäsche war nirgends zu sehen. Mrs. Rattigan lächelte. »Ich habe Ihnen eine Runde im Wäschetrockner spendiert«, sagte sie und fügte mit offensichtlicher Verlegenheit hinzu. »Ich glaube wirklich, dass es Regen geben wird und ich hatte noch eine Münze übrig.« Miss Cassie stolperte zu einem der gestreiften Stühle. Irgendwie brachte sie es fertig, Mrs. Rattigan zu danken, die dem Polizisten energisch ihren Wäschekorb in die Hand drückte. »Hier, junger Mann, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den zu meinem Auto tragen könnten.« Über die Schulter rief sie zurück, »Ihre Wäsche ist in 10 Minuten trocken. Bis bald.« Miss Cassie sah zu, wie der junge Polizist den Wäschekorb auf den Rücksitz von Mrs. Rattigans Auto stellte.
Eine Minute lang sprachen die beiden miteinander und gingen dann zum Supermarkt. »Wenn ich das nur gut durchstehe«, dachte Miss Cassie und hörte sich selbst laut sagen, »nie wieder«. Aber als sie zu dem Trockner mit ihrer Maschine hinüberblickte, ertappte sie sich dabei, wie sie leise und falsch das Liedchen »California, here I come« summte. Im Unterbewusstsein bekam sie mit, wie Mrs. Rattigans Auto ansprang und dann verhallte das Geräusch des Motors in der Ferne. Im Trockner klickte und knackte es, dann stand er und plötzlich gab es Flammen, die in Sekundenschnelle auf ihre ganze Wäsche übergriffen. Miss Gussie unterdrückte einen Entsetzensschrei. Selbst in ihrer Panik wusste sie, dass sie keine Hilfe holen durfte. Erstarrt sah sie zu, bis die Flammen erloschen. Und dann war sie plötzlich aus tiefstem Herzen erleichtert. Eine Welle der Zuneigung für Mrs. Rattigan überflutete sie. »Für ein verbrecherisches Leben bin ich eben doch nicht geschaffen«, dachte sie reuig, während sie durch das Fenster des Trockners auf die rauchende Asche blickte. Die Tür ging auf. »Ich dachte, ich hätte Rauch gerochen. Mein Gott, was ist denn hier passiert?« Miss Gussie deutete wortlos auf den Trockner und stolperte mit weichen Knien zu einem Stuhl. Der junge Polizist öffnete die Tür des Trockners und goss Wasser über die Asche. Dann zeigte er auf das über dem Trockner angebrachte Schild und las, »Vorsicht, Kleidungsstücke aus Kunstfasern können sich entzünden, wenn der Trockner abschaltet. Für Schäden dieser Art übernehmen wir keine Haftung.« Na, »hoffentlich ist der Schaden nicht zu groß.« Er half Miss Gussie auf die Beine und schob ihren leeren Wagen zur Tür. »Zu dumm, dass ihre Freundin nicht gewartet hat, dann könnte sie sie jetzt nach Hause fahren.« »Aber sie sagte, dass sie zum Bus muss. Soll ich sie nach Hause begleiten?« Er sah Miss Gussie fragend an. »Nein, nein«, lehnte Miss Gussie dankend ab und fügte hinzu, »was meinten Sie mit Mrs. Rattigan und dem Bus?« »Na, sie sagte mir, dass Sie es vergessen haben könnten. Sie will noch den Nachtbus nach Las Vegas erreichen. Es muss herrlich sein, dort Urlaub machen zu können. Bestimmt werden Sie sie vermissen.« Das war Die Versuchung im Waschsalon. Diese Story von Martha Hox steht in Hitchcocks Krimi-Magazin Nummer 126. Auch am kommenden Donnerstag wird Friedrich Schönfelder eine Geschichte aus dieser Hitchcock-Sammlung lesen.